Mann, ist das eng. Geht's, Barrett? So, hab ihn mal ganz kurz umgesetzt, aber jetzt muss man ein bisschen was. Tam, tam, tam. Jetzt sofort weiter. Oh, falsch rum. Brumm. Brumm. Ja, so ist in Ordnung. So können wir weiterspielen. Da, da, da. Komme ich da auch? Ach so, da oben. Das Ding haben wir echt gut zerstört, muss man sagen. Musstet ihr euch in Reaktor 1 auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja, eines sah aus wie ein Skorpion. Das Ding gerade. Womit könnte man das vergleichen? Hm? Ja, gute Frage. Ist doch völlig egal. Alles läuft nach Plan. Ja, wenn das der Plan war. Ups. Sorry, Tiefe. Oh. Oh. Der Himmel über den Slums, Kapitel 6. Hier müssen wir durch, zu Reaktor 5. Ich fürchte, das wird nicht leicht. Ha, für uns alles kein Problem. Da ist der Pfeiler von Reaktor 5. Also, wo lang? Plan E über F. G. Und dann H. Oh, noch mehr Ausweichpläne? Nein, wir sind in Abschnitt F. Also über G weiter zu Abschnitt H. Mit dem Aufzug von Abschnitt H kommen wir bis kurz vor den Reaktor. Dort müsste Big schon auf uns warten. In den Slums geht der Tag langsam zu Ende. Kommt, gehen wir. Heizen wir Shinra richtig ein. Da. Dann schauen wir doch mal. Hier gibt's nichts mehr? Nö. Ohne Netz und doppelten Boden. Sei still und lauf rüber. Einfach nicht nach unten sehen. Das sagt sich so leicht. Zu spät. Hinter dem Tor, da liegt Abschnitt G. So, aber erstmal tun wir wieder Kisten zerstören. Oh. Nix drin. Ob der Schalter da geht? Nicht fragen, testen. Kaputt? Da ist kein Strom drauf. Wir könnten es da oben mal versuchen. Ein Kontrollraum?
sehen wir nach. Na dann, machen wir das doch einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ob das Tor gar nicht benutzt wird? Ich glaube, hier oben verirrt sich generell niemand bei Verstand hin. Aber irgendwer muss die Anlage doch warten. Wir können ja unten drauf gucken. Hier pfeift alles aus dem letzten Loch. Hoffentlich gehen die Geräte noch. Lass mich mal studieren. Aha, aha. Aha. Aha, aha, aha. Okay. Gecheckt. Okay, du willst auch nichts von mir, dann spielen wir halt mal hier ein bisschen rum. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Hat keinen Zweck. Hier, seht mal. Notfallprotokoll bei Strommangel. Bei unzureichender Stromversorgung Höhenstrahler ausschalten. Mit den Höhenstrahlern sind bestimmt die Sonnen in den Slums gemeint. So nennen wir die Lichter zum Ausleuchten der Slums. Kurz gesagt, wenn wir das Licht da ausschalten, geht das Tor auf. Aber was sollen die Leute in Sektor 4 ohne das zusätzliche Licht machen? Sobald wir den Reaktor in die Luft jagen, gehen die Strahler so oder so aus. Ja, hast recht. Gehen wir zurück. Anscheinend wird der ganze Strom hier für die Sonnen der Slums verwendet. Entweder das, oder kein Schwein kümmert sich um die Wartung der Anlage. Das Licht erleichtert uns das Leben. Aber wenn man an all das Marco denkt, das dafür nötig ist... Okay, so eine Sonne ist. Und der Schalter ist natürlich am Ende der Leiter. Wie? Noch weiter nach oben. Yay! Eine Kletterparty. Okay, wir warten hier unten. Ach, ihr Angsthasen. So. Türmechanismen werden aktiviert. Na also, hat geklappt. Mhm. Danke, Cloud. Okay, gut. Und jetzt? Oh, Truhe, Loot. Ich bin vorhin irgendwie die Leiter runtergerutscht, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. So. So, damit werden wir in Abschnitt gehen. Sesam, öffne dich. Von hier aus geht es zum Reaktor. Diese Netze. Och nö. Schon wieder solche Zerglinge. Hat sich offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tja, wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat. Auf dieser Scheißplatte. Aber irgendwie. War ich da unten? Da gehst du auch noch irgendwo lang. Ach nee, da muss ich ja jetzt erst hin. Von hier komme ich ja. Das heißt, ich bin jetzt hier. Okay. Dann schauen wir doch mal. Was für ein mickriges Empfangsgebiet. Je weniger, desto besser. Ah.
Das war's dann. Und bam! Die Frage, ich gucke mich erstmal jetzt einmal da rundum. Und dann gucken wir weiter, weil wir könnten ja wieder Loot finden. Hier kommen wir nicht drüber. Bleibt nur die andere Richtung zu nehmen. Okay. Von da kommen wir ja, also können wir jetzt nur noch da lang. Außer Betrieb? Sicher auch wegen Strommangels. Kann uns doch nur recht sein. Ich beschwere mich jedenfalls nicht. Ja, ja. Bestimmt. Okay. Seht mal da oben. Die ganzen Abgase werden einfach in die Slums geleitet. Sind es die Abgase, die diese Kreaturen anlocken? Yes. Ja, genau wie in den Tunnel. Angezogen vom Marco, das Schimpfer abbaut. So, dann gehen wir erstmal da lang. Und wieder eine Felixfeder und ein Heiltrank. Lohnt sich doch. Und Müllbeutel. So. Ach, schon wieder so weit Wege. Da müssen wir wahrscheinlich nach. Ach Gott, wo. Ist jetzt natürlich knifflig. Wo gehe ich jetzt zuerst hin? Ich probiere es mal hier. Da leuchtet nämlich schon eine Kugel. Ich habe wieder Loot gefunden. Nein! Alles okay, Cloud? Ja. Hast wohl auf die Materia geschielt, was? Ja. So nah und doch so fern. Der Weg von vorhin ist nun auch versperrt. Ach, irgendwo kommen wir schon weiter. Wir müssen wohl einfach weiter. Vielleicht finden wir ja auch einen Weg zu dieser Materie. Ich will die jetzt haben. Das ist noch voll viel. Wie komme ich an diese Materia ran? Aber da gibt es gar keinen Verbindungsweg, oder? Würde nicht wieder zusammenbrechen. Das ist bestimmt irgendein mega Imber Materia, ich sag's euch, sonst wäre sie nicht so versteckt. Aua. Ich will nur noch wenig leben. Alles im Griff. So, in einem Labyrinth ist, muss man nur fest daran glauben, das Ding ist, dass man den Weg hinausfindet. Der Satz ist aus einem Bilderbuch, oder? Ja, Lenchens Lied. Sie hat es so gern, dass ich es schon in- und auswendig kann. Das Leben ist ein Labyrinth, heißt es, nicht wahr? Ich habe es ihr auch schon oft vorgelesen. Allheilmittel, wow.
Mist, wie komme ich jetzt an diese Materie daran? Wo sind die überhaupt nochmal? Hier komme ich nirgendwo hin. Nein, 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 nein. Es muss doch einen Weg darüber geben. Mal weiter. Vielleicht haben wir Glück und können nochmal zurück. Oh, warte mal. Da hinten war ich noch nicht. Problem ist, ich sehe auch keine Verbindung. So, wo bin ich denn jetzt? Da bin ich jetzt hin. Darunter muss ich. Also wenn ich im Grunde irgendwie dahinter hinkomme, könnte ich da runter. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Wir wollen zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Hm, da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Seht mal, der Ventilator da. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug zieht runter in die Slums. Was zur Hölle? Wow. Lugu. Ein amphibisches Lebewesen, das äußerlich einem Fisch ähnelt und feuchte Lebensräume mag. Obwohl es eher scheu ist, ist es dafür bekannt, Menschen bei Sichtkontakt aus Furcht anzugreifen. Keine taktischen Informationen verfügbar. So, da kann ich auch einmal drum rumlaufen. Ich entferne mich halt immer weiter von meinem Ziel irgendwie. Ich will
nämlich da hintere. Irgendwo. Abschnitt G. Oh, seht mal. Vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Nee, oder? Nicht weggepustet werdet. Oh, Barrett, guck nach vorn und lauf. Ja. Mir nach, Leute. Wow, ganz schön zugig hier, was? Bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja. Ach ja. Was ist denn das? Da am Lüftungsschacht. Wo denn? Puh. Irgendwie haben wir es heil auf die andere Seite geschafft. Der Stress hat mich glatt ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Obwohl, höchstens ein paar Sekunden. Hui. So, wie komme ich jetzt immer noch dahin? Das ist die Frage. So viele Wege, die ich hier laufen kann. Da vorne ist schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja, das muss er sein. Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Bix gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. So, wo bin ich denn hier? Da geht's noch irgendwo hin. Da runter geht's wahrscheinlich noch. Da habe ich das, da habe ich das. Und da gibt's auch noch Strahler 1. Das hier? Okay. Die Sonne ist die Schatten des Lamms erhält. So, und das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Sonnen des... Warnung, Stromversorgung unzureichend. Wir müssen Mann. Wohl erst die Strahler ausmachen. Ha. Wozu ist der Aufzug hier? Ruhen wir uns einmal kurz aus.
Für irgendwas wird dieser Aufzug ja da sein. Erstmal müssen wir wohl die Stromversorgung machen. Keine Sonnenangebote, wie langweilig. Dann gehen wir mal da hoch. Hier ist nichts mehr. Da auch nicht. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Ja, wir wissen es. Erst müssen wir die Strahler ausmachen. Das ist hier nochmal ein Aufzug. Nee, es war nicht hier H07, oder? Nee. Keiner war. Ja. Das war's dann. So, da bin ich ja gekommen. Da hinter mir ist noch irgendwas. Aber kann ich nichts betätigen. Da, der Schalter. Na dann, Licht aus. Ach da. Servus. So, kann ich jetzt in die Aufzüge? Das wäre Strahler Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da. Achtung, Abwehrsystem wird hochgefahren. War ja klar. Das Abwehrsystem. Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Dass sie das auch nicht vorher kaputt gemacht haben. Hi. So, hä? Da ist die Materie, zu der ich will. Das heißt, ich muss im Grunde irgendwie da oben mit dem Aufzug runter und dann komme ich da hin. Im Idealfall. Das ist doch, glaube ich, der Aufzug. Warte mal, hier in der Richtung. Genau, da ist nämlich die Materie. Das heißt, ich muss irgendwo mit dem Aufzug hier runterfahren. Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Wie soll ich da hochkommen? Mittelstreckengeschütze. Ein klarer Fall für meinen Einsatz. Und tschüss! Nichts überstürzt. Roger, ich übernehme. Was für dich! Und tschüss!
So. Na, das kann ja heiter werden. Ja, die Abwehrsysteme. Jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt darf ich den Aufzug nicht verpassen. Leider auch wieder. Hier geht's runter. Der Aufzug tut nichts. Was mache ich hier? Na? Oh, die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Tschüss. Cool. Turboäther. Boom. Okay. Probieren wir es doch jetzt mal in die andere Richtung. Na, geh ran. Wir müssen vorausschauen, denn überlegen, wo wir ankommen. Wir gehen einfach überall hin. Wo ist das Problem? Toll! Muss unser Glückstag sein! Wie kann ich denn die bekämpfen? Viel Erfolg! Jetzt erst recht. Oh, den wollte ich doch gar nicht angreifen. Wie lange drehen die sich denn? Echt vorsichtig sein, nicht, dass wir den Weg irgendwie vergeigen.
Ich will jetzt nämlich noch nicht mit der Hauptstory weitermachen, um ehrlich zu sein. So, wo bin ich denn hier jetzt? So, wieder zwei Wege. Ah, okay, da komme ich wieder nicht rum. So, der ist auch weg. Und Strahler Nummer 2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Also das heißt, spätestens bei Strahler Nummer 3 sollte ich aufpassen. Die Slums von Sektor 4? Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Spätestens nach Strahler Nummer 3 müssten wir uns wohl ein bisschen angucken. Da ist eine Materia! Mann, wie komme ich da hin? Das ist doch zum Mäusemelken. Überall sind die Dinger und ich krieg sie nicht. Wir haben eine Menge Sonnen ausgeschaltet. Die Welt braucht nur eine Sonne, die echte. Shinras dreckige Technologie ist kein Ersatz. Oh, ich sollte auch mal wieder mehr Analysen machen, für mich auf. Bin mal so frei. Proto-MG. Ein autonomes Abwehrsystem, das Eindringlinge fast unmit rotierenden Maschinenkanonen bekämpft. Bei diesem Exemplar handelt es sich um einen frühen Prototyp mit langsamer Feuerrate. Seine Schockleiste wird nur durch elementarneutrale und blitzelementare Magie gefüllt. Mit blitzelementare Magie lässt sie sich am schnellsten füllen. So, das nochmal eins. Es ist vorbei. Das war abzusehen. So, dann heilen wir uns mal ein bisschen. So, wo sind wir denn jetzt? Okay. Komm ich nicht schon von hier? Gott. Warte mal, das war Strahler 1, Strahler 2, Strahler 1, hä? Strahler 1, Strahler 1.
Hier Strahler 3. Wie komme ich da hin? Hippocamp, ein amphibisches Lebewesen, das feuchte Lebensräume mag und sich vom Blut anderer Lebewesen ernährt. Er spürt seine Opfer durch Vibrationen und Temperaturveränderungen auf. Diese Kreatur dreht sich, wenn sie eingeschüchtert ist. Währenddessen ist sie gegen Nahkampfangriffe gefeit und sollte mit Fernkampfwaffen besiegt werden. Sobald sie aufhört, sich zu drehen, ist sie schockanfällig. Den Strahler haben wir ja schon. Der ist erledigt. Den Strahler muss ich jetzt noch deaktivieren, oder? Heißt... Das heißt, auf welche Ebene muss ich denn? Hier. Okay, das heißt, ich muss... Jetzt oben, ich muss eins runter. Okay. Dann bin ich ja doch auf dem richtigen Weg. So, und dann muss ich... Hä? Bin doch nicht auf dem richtigen Weg? Oh Gott, Wegfindung. Das ist falsch, ich muss da lang. Auf der mittleren Ebene.
heißt, ich muss jetzt nach Richtung. So, keine Peilung mehr, wo ich hin muss. Und hier war ich gerade auch schon. Guck. Okay. Ich habe vorhin noch die zwei Aufzüge gehabt. Da muss ich wahrscheinlich hin. Wie komme ich da nochmal hin? Das ist die große Question. Funktioniert ja nicht. Ja, jetzt sollte ich auf der richtigen Ebene sein. Sieht aus, als wären wir im Kreis gelaufen. Mal sehen, wo ist der letzte Strahler? Das Ding da hinten. Das Ding, das brauche ich jetzt nicht. Dann nehmen wir jetzt mal hier diesen kleinen Aufzug. Wo geht es hin? Wo ist das Ziel? Wir sind auf Schatzsuche, denn wir wollen viel. Okay. So. Gut, hier gibt es ja nur den einen Weg. Wartungsmodus des Ventilationssystems aktiviert. Bitte greifen Sie jetzt auf das Terminal zu. Erstmal ruhen wir uns aus. Und dann gucken wir mal, ob es ein paar Schnäppchen gibt. Schnäppchenjäger. Was ist eine CD? Wie ist mit einer CD? Naja. Kaufen sie halt mal. Alles nix. Das macht uns auch wieder schwächer. Das habe ich noch nicht, den kaufe ich. MP Boo! Die Steuerung für die Lüftung? Er hat angehalten. Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Aha. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Yeah.